So, es ist 8.30 Uhr, die Sonne steht noch tief, es ist noch ein bisschen schattig hier mit den Bäumen, aber ich bin on the road again. Und kleines Fazit von gestern Abend noch, beziehungsweise zu der Unterkunft. Ich muss sagen, es war echt ein Glückszufall, dass ich den Luca, den Consumer, getroffen habe, wo ich mich eh informieren wollte, wie ich das eventuell mit der Übernachtung mache. Ich hatte ja noch nichts gebucht und dann fährt er mit seinem Auto direkt einen halben Meter vor mir und parkt da und wir kommen ins Gespräch und es stellt sich raus, dass er mich nur in Consumer Bed and Breakfast anbietet für drei Pilger. Deswegen war er auch in Consumer gerade, sondern eben auch in Villa. Und Villa war von der Strecke her für mich gestern noch absolut im Rahmen. Bin dann noch zwei Stunden weiter gewandert und es hat sich gelohnt. Also perfekt. Es ist ein Dorf mit nur, weiß nicht, drei, vier Häusern, eine Kirche und Luca hat da ein tolles altes Haus mit seiner Schwiegermutter und seiner Familie zusammen. Im unteren Bereich ist dann der Gästebereich. Ich wurde von vorne bis hinten bewirtet und es war ein tolles Zimmer, alles super sauber. Und wie gesagt, die Gastfreundschaft war super. Wir haben uns viel unterhalten, auch wenn ich dann abends nach dem üppigen Abendessen, zu dem ich auch noch dann nicht eingeladen wurde, also ich habe das schon bezahlt, aber wohl gefragt, ob ich nicht auch abends was essen möchte. Und dann gab es Nudeln mit Pesto und Kartoffeln und Tomaten Prosciutto mit eben Brot und Salz und Wein, Wasser. Also ich war dann nachher, nachdem ich ja eh 8 Stunden gewandert bin, 30 Kilometer, und dann auch so gut gegessen habe, war ich dann um 9, glaube ich, echt so müde, dass ich irgendwann ins Bett gegangen bin und dann auch relativ schnell eingeschlafen bin. Super gut geschlafen, heute Morgen um 6.15 Uhr ein Wecker geklingelt, langsam aufgestanden, alle Sachen irgendwo zusammengepackt. Dann gab es noch leckeres Frühstück jetzt gerade mit. Und jetzt bin ich wieder auf dem Weg. Also ich kann nur jedem empfehlen, wer zu früh in Consumer ankommt, noch nichts gebucht hat, geht einfach ein bisschen weiter, ruft vorher den Luca an, der spricht sehr gutes Englisch, ruft ihn an, fragt ihn, ob sein Zimmer frei ist. Die Sonne kommt jetzt hinter den Bäumen und es ist ein toller Tag, blauer Himmel. Und ja, bis Dia, wie gesagt, wird es recht angenehm zum Laufen sein, hat der Luca gemeint. Enstia ist eine relativ große Stadt, jetzt für die Region hier gesehen, mit irgendwie 2000 Einwohner. Da werde ich dann noch mal ein bisschen Proviant auffüllen und Bargeld abheben. Ich muss an den Bankautomaten und Stia ist jetzt, wo ich als nächstes hinkomme. Da soll es irgendwie 2-3 Banken geben und das muss ich unbedingt nutzen. Weil ansonsten komme ich wieder nur in kleine Dörfer, wo ich dann keine Möglichkeit mehr habe. Und von daher ist das neben der Besichtigung auch noch der Altstadt meine Hauptaufgabe in Stia, und von da aus geht es dann auf die nächste Etappe, die ich heute abschließen will. Und in Stia muss ich auch noch
auf Italienisch meine nächste Unterkunft buchen. Das ist dann so eine Art Kloster, eine Unterkunft bei Mönchen. Die sprechen auch nur Italienisch. Ich habe so ein kleines Wörterbuch mit. Da versuche ich dann mal eine Kamera zu buchen. Gut, so viel erstmal für den Moment. Viel geredet. Jetzt geht's erstmal Richtung Stier. Bis später. Ciao. Running around in the cold dark night, stumbling in this bar. I saw you sitting, avoiding the light, watching the others laughing, somehow in despair. It seems like you're suffering, taking care. So, ich bin jetzt schon wieder ungefähr einen Kilometer hinter Stia, aber ich wollte noch eine kleine Anekdote erzählen oder hier für mein Tagebuch festhalten. Jetzt mal an der Stelle zeige ich euch mal, was ich so in meinen Hosentaschen habe. Also in einer Hosentasche habe ich immer dieses Handy, mit dem ich jetzt das Video aufnehme, und dann ein Labello. Dann habe ich gerade in der Hosentasche noch ein bisschen Kleingeld. Ein bisschen Kleingeld, weil ich gerade im Supermarkt war. Dann habe ich in meiner Gesäßtasche mein zweites Handy. Und mal schauen. Ich habe hier noch eine zweite. Dann habe ich hier noch die Maske, die ich gerade gebraucht habe in Stia. Und einen Karabiner, der schon kaputt ist. Dazu später vielleicht noch mal mehr. Aber interessant ist, was ich jetzt auf der anderen Seite in der Hosentasche habe. Getrocknetes Brot. Das ist Brot. Das ist Brot noch aus Florenz vom Frühstück. Habe ich da mitgenommen. Das habe ich seitdem in der Hosentasche.
und ist quasi meine Lebensversicherung für die freilaufenden Hunde, denen man laut Reiseführer ja mit entsprechender Körperhaltung entgegentreten soll. Aber bevor die irgendwie meine Wadeln anknabbern, habe ich für die ein bisschen Brot dabei. Auf dem Weg dann nach Stier, zum Glück war dann kein freilaufender Hund, ich bin ganz normal in die Stadt. Das nur an der Stelle meine Hosentaschen inklusive dem schon etwas getrockneten, aber an meinem Oberschenkel gut gewärmten Brot aus Florenz. Bis dahin, ciao. So, ich bin jetzt in Casalino angekommen und hier an dem Brunnen habe ich jetzt auch zum allerersten Mal Pilger getroffen, den Tobias und die Christiane aus Berlin. Und ja, wir haben uns ein bisschen unterhalten und der Tobias hat mir auch ein bisschen was von seinen Powerregeln abgegeben und die sind jetzt schon beide weiter. Aber ja, vielleicht sehen wir uns heute Abend noch wieder, weil wir alle im Kloster die Unterkunft haben. Ansonsten habe ich jetzt hier nochmal meine Wasserreserve natürlich aufgefüllt und auch noch kurz einen Apfel gegessen. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob man das hier so ein bisschen sieht. Ich switch mal die Kamera. Eine Sekunde. So, ja, witzig. Jetzt filme ich mit dem einen Handy mein anderes Handy, aber es geht gerade nicht anders. Also, wir sind jetzt gerade in Casalino, ihr seht es auf der Karte. Und oben, ganz interessant, ist ungefähr die Hälfte der heutigen Etappe, die ich bei Komoot bzw. vom Reiseführer runtergeladen habe und bei Komoot eingespielt habe. Insgesamt waren das da um die 17 Kilometer, aber da kommen ja auch noch die 6-7 Kilometer on top, die ich quasi heute Morgen schon von Villa nach Stia gelaufen bin. Die sind also hier oben jetzt in den Zahlen nicht drin. Das heißt, die 17 plus ungefähr 6 sind bald bei ungefähr, ich schätze mal, ich komme bei 23 Kilometern ungefähr raus. Also noch 8 Kilometer verbleibend. Ups, die Karte wollte ich nicht gesehen. So, dementsprechend noch ungefähr 3 Stunden 25. Und wie das so aussieht, ja, wird es jetzt noch mal ein bisschen steiler bergauf gehen. Wahrscheinlich hier auf diese Bergspitze, wie man das auch auf der Karte sieht. Ansonsten hier dann Richtung Ziel, Richtung Camaldoli. Ich check das irgendwann auch nochmal mit diesen ganzen italienischen Ortsnamen. Camaldoli ist heute das Ziel. Also, bis dann, ciao.
Ja, so, es ging jetzt echt ungefähr schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde stark und steil, stetig bergauf. Ich komme von hier unten. Wahrscheinlich sieht man das wieder auf dem Video nicht so genau. Da oben geht es weiter rauf. Hier hat man jetzt einen tollen Ausblick. Und ich muss sagen, für mich war das ja schon anstrengend, wobei ich einfach nur einen Fuß vor den anderen setze. Aber ich habe unterwegs eine Frau überholt, die ist schon ein paar Tage älter gewesen als ich. Und da muss ich wirklich sagen, einen Respekt, weil das ist hier nicht ohne. Klar, es geht hier nicht nach Geschwindigkeit, jeder macht hier sein eigenes Tempo. Aber da muss man hier schon extrem gute Ausdauer an den Tag legen. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich habe noch ein paar Höhenmeter jetzt vor mir, bevor es dann hoffentlich etwas gediegener die restlichen Kilometer zum Ziel geht. Also der Anstieg hier bis jetzt, glaube ich, das anspruchsvollste, was ich jetzt in den, ja, jetzt sind es ja nur zwei Tage, meistern musste. In dem Sinne, bis später. Ciao. So Leute, ich habe es geschafft. Das war jetzt wirklich Heidewitzka. Ich bin jetzt wieder hier rechts aus dem Wald raus. Bin jetzt wieder auf einer festen Straße. Aber das war jetzt eine Stunde lang steil bergauf. Wie gesagt, Tour de France würde das als Bergetappe bezeichnen. Das ging quasi unten am Brunnen schon direkt los mit einem etwas steileren Teil. Und dann, wo dann die Weggabelung war, rechts der vermeintlich, ich weiß es nicht, kann es nicht beurteilen, etwas moderatere Anstieg. Und hier von dem Weg, den ich habe mit den GPS-Daten, das ging halt den steilen Part direkt gleich hoch. Und ja, knapp 1000 Meter Höhenunterschied in einer Stunde, immer Anstieg zwischen 15 und 20%, kaum Pausen, immer nur hoch, hoch, hoch. Ja, aber alles komplett alleine. Wie gesagt, eine ältere Dame habe ich überholt, ansonsten ständige Begleiter, nur die Fliegen und Schmetterlinge. Und mit jedem Schritt bewegt sich der Untergrund da im Wald. Grashüpfer, Käfer, kleine Eidechsen und wahrscheinlich vieles mehr, was ich zum Glück nicht gesehen habe. Ja, ich würde mal sagen, da ich jetzt diesen krassen Teil hinter mir habe und ich das Geländeprofil ein bisschen kenne, weiß ich eigentlich, dass der Rest mehr oder weniger kein Spaziergang wird, aber ich das glaube ich ein bisschen gemütlicher angehen lassen kann, meine Beine ein bisschen schonen und freue mich natürlich auf die Ankunft. Bin immer noch ein bisschen unsicher, ob das mit der Unterkunft geklappt hat, was ich da am Telefon reserviert habe. Mal schauen. Ich werde es berichten. Bis später. Ciao.
So, Endspurt, zweite Etappe. Gerade, also erstmal ist es hier ein bisschen frischer jetzt. Wir liegen ja hier ein bisschen höher auf 1300 Meter und es geht hier teilweise recht frischer Wind durch die Bäume. Und deswegen auch meine lange Jacke jetzt wieder. Ich habe jetzt vor 4 Kilometern ungefähr Annette getroffen. Wir sind dann zusammen ein bisschen weitergelaufen und sind dann an so ein Kloster gekommen. Und das ist kein richtiges Kloster, glaube ich, nur eine Kirche. Aber sehr eindrucksvoll, innen drin auch kurz besichtigt, kann man kostenlos rein. Und jetzt geht es hier durch so einen richtig schönen Wald. Die letzten Meter, das sind jetzt noch ungefähr 1,5 Kilometer bis zum Ziel. Und die geht es jetzt hier durch so einen richtig schönen Märchenwald. Und ich freue mich natürlich, wenn ich dann mal meinen Rucksack absetzen kann am Ziel. Und bin gespannt, wie da so die Unterkunft aussieht. Bis später. Ich bin angekommen, hinter mir der Eingang zum Kloster und da werde ich jetzt gleich mal reingehen und fragen, ob ich hier alles richtig gebucht habe und nicht für morgen oder nicht für 2 oder nicht für 5 Nächte. Und ja, gehe ich mal rein. Bis gleich. Ja, also doch nicht im Kloster direkt gebucht, sondern auf der anderen Straßenseite, aber Marcello und Una Notte hat dann gepasst und ohne Kamera ist alles sehr spartanisch hier. Ein bisschen Risse in der Wand schon und ja, das ist es. Ich habe ja, ich glaube, wenn ich hier jetzt anmache, wird es laut. Also, Dusche schon mal gut. Da werde ich gleich erstmal schön warm duschen und ansonsten habe ich ja keine hohen Ansprüche jetzt in der Zeit hier, von daher passt das alles. Ich bin erstmal happy, dass ich gut angekommen bin und dass das jetzt hier so gut geklappt hat mit der Unterkunft. Gut, jetzt ist Duschen angesagt, danach rein in die Flipflops und noch ein bisschen draußen die Umgebung erkunden. Bis dann. Running around on the cold dark night, stumbling in this bar, I saw you sitting, avoiding the light, watching the others laughing, somehow in despair, it seems like you're suffering, and no one taking care of something's wrong, obviously.